Bist du sicher, dass das hier der richtige Weg ist, Hip? Sicher bin ich sicher. Ich hab nur diesen speziellen Weg genommen, damit uns nicht irgend so ein blöder Schafzahn verfolgt. Wartet auf mich! Nicht so schnell, Jungs, wartet! Hör auf zu jammern, Matt. Ist doch ganz einfach. Na, was habe ich gesagt? Ein süßes kleines Wasserloch. Ganz für mich allein. Oh. Ihr kriegt auch was ab, wenn ich was übrig lasse. Juhu, Wasser! Ich versinke! Ich versinke! Steht doch nicht so blöd da rum! Zieht mich raus! Oh, ja! Genau! Was machen wir jetzt? Keine Ahnung! Was meinst du, was wir machen sollen? Tut doch irgendetwas! Hilfe! Das ist Tim! Holt mich hier raus! Holt mich hier raus! Ja, hol ihn da raus! Was ist, wenn ich auch versinke? Dann zieh ich euch beide raus! Aber was ist, wenn du auch versinkst? Wir stecken ihn an dem Moddersumpf fest! Hör auf rumzuzappeln, Hip, sonst versinkst du noch schneller! Wir müssen ihn da rausziehen! Stellt euch in einer Reihe auf! Alles klar, wenn ich sage ziehen, zieht euch! Hey, du zerquetscht meine Nase! Entschuldigung! Petri! Und ziehen! Hau auf! Alles in Ordnung mit dir, Hip? Natürlich, was dachtest du denn? Mir ging es noch nie besser. Er ist großer, fetter Lügner. Ja, du weißt, dass wir dir da rausgeholfen haben. Ich brauche keine Hilfe. Von niemandem und niemals. Aber jeder braucht irgendwann mal Hilfe, jawohl. Ha! Hilfe! Hä? Oh, oh. Da drüben sind sie. Littlefoot, jetzt ist nicht die richtige Zeit für Erkundungen. Habt ihr denn nicht bemerkt, dass ihr dem geheimnisvollen Jenseits gefährlich nahe seid? Wir waren nicht auf Erkundigung, Großvater. Wir haben nur versucht, die Angeber, ich meine Hip und seine Freunde vor Dummheiten zu bewahren. Hip, jetzt latschen wir dir alle hinterher, anstatt einen Weg zu finden, wie wir das Wasser befreien können. Solltest du nicht da bleiben, wo es am sichersten ist? Sieh mich nicht so an. Ich bin dein Vater und ich weiß, was das Beste für dich ist. Brüllen ist kein Mittel, einem Kind zu zeigen, was richtig und was falsch ist, oder seine Besorgnis auszudrücken. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß es, weil ich eine Tochter habe und weil ich mit ihr zu viel schimpfe. Besonders, wenn ich um ihre Sicherheit besorgt bin. Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen, Papa. Wenn du immer und ewig nur wütend reagierst, dann kennt dein Sohn nichts anderes. Dann wird er sich anderen gegenüber auch immer so benehmen. Na, was ist denn? Ich weiß jetzt, dass wir auf diese Art nicht zusammenleben können. Mit so viel Wut und Streiterei. Unsere Kinder haben Wasser gefunden, weil sie zusammengehalten haben. Und jetzt müssen wir auch zusammenhalten. Endlich sind wir alle einer Meinung.